über your people. Hallo Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Mein Name ist Garrett Brands. Heute zeige ich euch, wie man trotz künstlichem Regen Feuer machen kann, einen Speer zum Fischen craftet und weitere coole Tipps, die in einer Überlebenssituation von Vorteil sein können. Du bist bereit? Na, dann folge mir. Ah, oh, Junge, ist das dumm. Zunächst einmal benötigen wir nützliches Holz für unseren Jagdschwert. Zum Beispiel von diesem Haselnussstrauch. Mein erster Trick beinhaltet die Nutzung eines richtig coolen Werkzeugs. Des Messers nehmen wir eine Handsäge. Beauty! Too easy, guys. Als nächstes müssen wir zwei Schlitze an das eine Ende des Speers hauen. Ungefähr so. Jetzt brauchen wir zwei kleine Stöcke, um den Speer ein bisschen aufzusplitten. In between these, work it down. And the other one. Jetzt kommt noch das Anspitzen. Howdy. So, as you can see, I just so sieht unser Speer aus, wenn er fertig angespitzt ist. Yeah, I think it looks awesome. Bam. And now nun brauchen wir ein Feuer und müssen dafür ein bisschen Totholz sammeln. Ziemlich nass das Holz, aber selbst in so einem nassen Ast lässt sich noch etwas trockenes Holz hervorheben. Und auch dieser tote Stamm wird fürs Feuermachen notwendig sein. Das war einfach. Nice. Bei der Vorbereitung fürs Feuer kann ich euch meinen nächsten Trick zeigen. Wenn du nicht besonders gut darin bist, Zunder für dein Feuer mit deinem Messer herzustellen, kannst du diesen kleinen Spitzer hier benutzen. Das sollte brennen. Alles ist jetzt vorbereitet, um ein bisschen Feuer zu machen. Das hier ist bereits mein zweiter Versuch. Ich hatte schon ein, zwei kleine Flämmchen, das Holz war aber einfach zu nass und ist deswegen wieder ausgegangen. Jetzt sieht es deutlich besser aus. Jetzt noch unseren Speer aushärten und immer wieder zwischendurch wedeln, wenn das Feuer droht auszugehen. Jetzt wären wir soweit, mit unserem selbstgebauten Speer ein paar Fische zu fangen, wofern es in diesem Gewässer Fisch geben würde. Als nächstes kommen wir zu einer Challenge, in der ich etwas machen muss, was ich vorher noch nie getan habe. Dafür werde ich diesen Regenwurm hier essen. Echt ein ekelhaftes Gerät. That's not nice. Das schmeckt scheußlich. Don't do that. Mach das auf jeden Fall zu Hause nach. Und runtergeschluckt. Ihr werdet einfach nicht glauben, was ich hier soeben im Wald gefunden habe. Werf mal einen Blick auf diese wunderbare Bananenstaude. Isn't that beautiful? That's awesome, man. After that weird, definitiv ein willkommener Snack nach meiner Regenwurm-Mahlzeit. Ein weiser Mann sagte einmal, die Banane ist das beste Essen überhaupt. Okay Leute, es fängt an zu regnen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Was? Fritz? Ja, das Video geht raus. Mach dir mal keine Sorgen. Ja, ich weiß. Kommt jetzt. Lieber Fritz, liebe Seven vs. Wild Team und liebe Community. Mit diesem Video bewerbe ich mich bei Seven vs. Wild Staffel 3. Ich bin Jonas, komme aus Köln. Ich bin 29 Jahre alt, 1,83 Meter groß und wiege 82 Kilogramm. In meinem Beruf arbeite ich als Informatiker. Klar. An physischen Skills kann ich natürlich nichts aus diesem Berufsfeld mitnehmen, aber da analytisches Vorgehen und kreative Lösungsansätze Alltag in meinem Job sind, wird mir das auch in einer Überlebenssituation von Vorteil sein. Neben meines Daseins als Informatiker und leidenschaftlicher Gamer habe ich natürlich noch viele andere Hobbys, sowie die Fotografie, Gitarre spielen und viel Sport zu treiben. Dabei konnte ich früher im Kampfsport viel Erfahrung sammeln und heute gehe ich noch regelmäßig ins Fitnessstudio. Und natürlich auch alles, was mit Outdoor zu tun hat, begeistert mich. Im Bereich Survival habe ich noch nicht so viel Expertise sammeln können. Das wird sich aber ändern, da ich im März zum Geburtstag einen mehrtägigen Survival-Kurs geschenkt bekommen habe, den ich in naher Zukunft wahrnehmen werde. Darüber hinaus kann ich mit allen Arten von Menschen sehr gut umgehen und bin ein absoluter Teamplayer, was natürlich auch bei der Staffel 3 von Vorteil sein wird. Also alles in allem bin ich ein Allrounder, einfach weil ich sehr schnell lerne und sehr anpassungsfähig bin und deswegen mit neuen Situationen sehr gut umgehen.
kann. Und daher glaube ich, dass ich die 14 Tage in der Wildnis überleben kann. Aber ich möchte natürlich auch ehrlich zu euch sein. Ich werde natürlich Probleme bekommen, ich werde strugglen und nicht für jedes Problem eine Lösung haben da draußen. Wenn zum Beispiel einfach nur ein Berg oder ein Elch kommt, dann scheiße ich mich ein, bin ich ehrlich. Mit den Dingern ist auch einfach nicht zu spaßen. Und vor allem die mentale Stärke ist bei so einer Challenge natürlich absolut entscheidend. Aber wenn ihr mir ermöglicht, bei so einer krankgeilen Aktion dabei sein zu dürfen, verspreche ich euch, 14 Tage geilen Content zu machen und keinen Tag weniger. Ich werde leiden, ich werde strugglen, aber eins werde ich nicht tun und das ist aufgeben. Und warum ich nicht aufgeben werde, es brodelt in mir, wenn ich einfach nur daran denke, bei fucking Seven vs. Wild mitmachen zu dürfen. Ja? 14 Tage auf sich allein gestellt zu sein, ohne fremde Hilfe, natürlich man ist zu zweit, und dort überleben zu müssen. Seit ich daran denke, mich hier zu bewerben, ich kann kaum noch ruhig sitzen oder schlafen, einfach weil mich diese Idee einfach schon so begeistert. Das heißt, wenn ich selber aufgeben würde, könnte ich das einfach mit mir nicht vereinbaren. Ich könnte es mir selber nicht verzeihen, bei so einer Challenge aufzugeben. Also, ich habe im August bzw. September Zeit. Ich bin mehr als bereit, mich dieser Challenge zu stellen. Und die körperliche Fitness bringe ich ebenfalls mit. Klar, ich bin kein Survival-Experte und die 14 Tage werden auch definitiv kein Urlaub für mich sein. Aber ich denke, genau das wollen die Leute ja sehen. Dass ein normaler Mensch einfach aus dem Alltag gerissen wird, ohne große Vorerfahrung in der Wildnis von Alaska überleben muss. Ich freue mich auf ein persönliches Gespräch mit euch, dem Seven vs. Wild Team. Und bis dahin, macht's gut.